Das fällt unter Statters Order. Und Boxen auf zum letzten Rennen des Tages, heute hier in Dresden, Seidnitz. Rigoletto ein bisschen schwerer auf die Beine gekommen, auch Max Santo hinten abgesprungen, guter Start von Picanto, auch Jokoholic außen gut mit dabei. Innen auch guter Start von Abel Lips, Nordson in der vorderen Gruppe zu sehen und Varikon in der Bahnmitte, das sind die vorderen Pferde. Dann hat sich hier Barbarossa ein bisschen im Mittelfeld einsortiert, an der Seite sehen wir Ada galoppieren vor Max Santo, vor Next Dawn und letztes Pferd ist Vivian, so geht's aus der Zielgerade in den ersten Bogen hinein. Dort hat Varikon die Spitze übernommen. Varikon mit Wenke Fallern mit der Führung. Nordson hat sich die Innenrails gesichert und jetzt auch die zweite Position. Dann sehen wir Picanto außen daneben in dritter Position. Vor Rigoletto hat ja auch Boden gut gemacht in dieser frühen Phase des Rennens. Dann sehen wir Abel Lips an fünfter Position und dort biegen sie in die Gegenseite ein. Hinter dem fünften Pferd Abel Lips geht es dann weiter mit Jokoholic vor Barbarossa. Dann Adao wird außen begleitet von Max Santo, innen von Vivian und letztes Pferd ist Next Dawn. So sind die Pferde Mitte gegenüber angekommen in der Gegenseite. Die Führung bei Wenke Falland auf Varikon vor Picanto. Zweites Pferd in zweiter Spur galoppierend. Nordsonne an der dritten Position vor Rigoletto. Dann sehen wir Abel Lips. Adao macht Boden gut. Davor liegt außen etwas versetzt galoppierend noch Jokoholic vor Barbarossa. Dort im Hintertreffen. Dahinter dann Max Santo, Vivian und Next Dawn an letzter Position. Varikon bringt die anderen Kandidaten in den Schlussbogen hinein. Varikon vor innen an den Rails Nordsonne. Außen daneben galoppiert Picanto vor Rigoletto. Dort in dritter Spur. Adao hat Boden gut gemacht, galoppiert dort an der Innenseite an den Rails. Davor noch Abel Lips. Jokoholic dann im Mittelfeld vor Barbarossa mit Max Santo. Next Dawn verbessert die Position. Vivian an letzter Stelle. So geht es jetzt in den Zielgerade hinein. Noch 450 Meter bis zum Ziel. Varikon vor Picanto. Varikon, Picanto. Adao macht Innenboden gut, Nordsonne ist dort mit dabei, Rigoletto hat jetzt einen guten Augenblick, hier einen guten Moment und Abel Lips in der Bahnmitte. Rigoletto vor Varikon, Rigoletto, Varikon mit Abel Lips, Picanto, Adao sucht hier freie Bahn und die findet er jetzt auch. Rigoletto vor Varikon mit Adao, mit Abel Lips, ganz außen kommt hier Vivian angeschossen, aber Rigoletto ist voraus. Rigoletto mit Adao, Adao wird stärker, Adao oder Rigoletto, schöner Endkampf, Adao gewinnt das Rennen, Adao gewinnt gegen Rigoletto, dann wird Vivian Dritter vor Abel Lips, vor Varikon. Varikon, Barbarossa, Next Dawn, Nordsonne mit Jokoholic, Picanto und Max Santo.